Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein leckeres Weizen-Emma-Sauerteig-Vollkornbrot. Vollkorn ist in aller Munde, ist extrem gesund und vor allem, wenn man es richtig macht, auch noch extrem lecker. Vollkorn hat leider noch den Ruf, es schmeckt nicht, aber ich versuche immer wieder mit meinen Vollkornrezepten hier das Gegenteil zu beweisen. Und dieses Rezept hier ist einfach sehr, sehr lecker, aromatisch, bleibt lange frisch und natürlich sehr gesund. Ich mache hier als erstes ein Kochstück. Da habe ich 150 Gramm Wasser, 50 Gramm Weizen-Vollkornmehl, gebe ich in einen Kochtopf und ab auf den Kochherd. Dann hier unter ständigem Rühren einmal aufkochen. Falls du das erste Mal siehst, das Kochstück ist nichts anderes als eine Vorverquellung, Vorverkleisterung des Mehles. Und dadurch bringen wir mehr Feuchtigkeit in das Brot und das Vollkornbrot trocknet nicht so schnell aus. Richtig gut rühren. Du siehst, das wird fest, die Stärke verkleistert. Und wenn alles schön gebunden ist, ist das auch schon fertig. Nur noch in eine frische Schüssel rein, zudecken und im Kühlschrank auskühlen lassen. Im Winter kannst du es auch gerne in der Küche stehen lassen. Im Sommer, wenn es 30 Grad in der Küche werden kann, dann ist es besser im Kühlschrank. Dann habe ich noch einen klassischen Sauerteig. Ich habe hier 80 Gramm warmes Wasser, 20 Gramm von meiner Madre Bruno. Das Ganze reingeben, aufschlemmen. Das ist nicht ein Auflösen, siehst ihr den Klumpen immer noch, sondern wirklich so ein Aufschlemmen. Das neutralisiert den Sauerteig etwas und hilft bei der optimalen Verteilung. Ist aber auch nicht schlimm, wenn du den ganz auflöst. Die Madre ist immer fest. Wenn du einen flüssigen Sauerteig hast, dann verbindet sich der besser als dieser feste Klumpen hier. An 100 Gramm Weizen Vollkornmehl geben, alles zusammen mischen. Das ist ein festerer Vorteig, darum vormischen. Und danach gehe ich hier mit den Händen rein, damit ich das richtig gut durchkneten kann. Einmal ein bisschen kneten. Diesen Vorteig hier lasse ich 8 bis 10 Stunden in der Küche stehen. Wenn du danach keine Zeit hast, einfach in den Kühlschrank stellen. Und das Kochstück, da passiert eh nichts, einfach im Kühlschrank auskühlen lassen. Weiter geht's. Unser Sauerteig hat sich schön entwickelt. Rein damit. Gleich dazu auch das ausgekühlte Kochstück. Gramm warmes Wasser mit dazu. 10 Gramm Salz. 50 Gramm Magerquark. 200 Gramm Weizen Vollkornmehl. Und hier habe ich noch 150 Gramm frisch gemahlenes Emmermehl, auch Vollkorn. Habe ich mir in der Getreidemühle selber gemahlen. Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe anfangen zu kneten und so dann das Tempo nach 3-4 Minuten erhöhen und total etwa 10 Minuten kneten. Nicht viel länger, lieber dann dehnen und falten, das ist schonender, als den Teig völlig durchzukneten. Der Teig knetet jetzt gute 10 Minuten, etwas Mehl reingeben, sofort stoppen. Der ist noch nicht ganz perfekt ausgeknetet. Das ist sowieso beim Vollkorn eher auch schwieriger zu sehen als bei einem hellen Teig, also mit hellem Mehl. Den nehme ich hier raus und wenn ich jetzt hier den Fenstertest machen will, siehst du, der reißt noch vorher. Der ist noch nicht ganz perfekt ausgeknetet. Vollkornteige knete ich aber immer gerne sehr schonend.
Nicht, dass ich hier den Gluten, den Kleber schon zerstöre oder schwäche. Denn Vollkornmehl hat immer den schwächeren Gluten als helle Mehle. Darum will ich hier etwas vorsichtiger arbeiten. Falls dich dieses Thema interessiert, Vollkornbrote, ich habe in der Backacademy schon mal einen Kurs veröffentlicht, der sich nur um Vollkornbrote dreht. Diesen Teig hier lasse ich für 2 bis 3 Stunden gehen, in der Zwischenzeit 2-3 Mal dehnen und falten. So ihr Lieben, nach einer guten halben Stunde das erste Mal dehnen und falten und jetzt bekommen wir schon eine ganz andere Teigstruktur. Der wird schön glatt, richtig toll, schön dehnen und falten. Dann wieder zudecken, für die restliche Zeit gehen lassen und noch 1-2 Mal wiederholen. Es wird Zeit, den Teig aufzuarbeiten. Dazu nehme ich mir etwas Mehl. Einmal ein bisschen die Kleie aussieben, damit ich nur das Grobe habe. Das nehme ich dann gleich als Dekoration. Etwas Mehl auf den Tisch. Den luftigen Teig formen. Nur so ganz locker über die Teigplatte ziehen. Und dann mit diesem wilden Ausbuchtung, wo eigentlich unten ist, direkt in die Form reinlegen. Die habe ich mir leicht ausgefettet und dann hier noch mit dem Schrot oben dekorieren. Noch etwas mehr, mal aussieben und dann der grobe Schrot oben drüber geben. Ganz locker. Wenn du willst, kannst du auch das Mehl nehmen, das ist nicht verboten. Ich finde, es gibt noch einen zusätzlichen Crunch, wenn es einfach die Schrotteile sind. Das lasse ich mir nicht mehr so lange aufgehen. Die Stockgare ist bei diesem Rezept relevant. Generell mache ich das gerne so bei Vollkornbroten. Stockgare eher länger, Stückgare eher kürzer. Jetzt hier nur noch 30 bis 40 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Ofen auf 230 Grad vorheizen. Brot ist aufgegangen, Ofen ist vorgeheizt. Schiebe ich gleich rein. Auf das Gitter Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Temperatur auf 210 Grad senken und erstmal für 45 Minuten backen. Nach 20 Minuten den Dampf ablassen. So Freunde, Brot rausnehmen und guck dir diesen wunderschönen rustikalen Bomber mal an. Genauso soll das sein. Das schiebe ich jetzt zurück in den Ofen ohne Form, dann backt der Rand noch richtig schön an. Nochmal so für 10 bis 15 Minuten reinschieben. Gleiche Temperatur, knusprig ausbacken. Unser wunderschönes Vollkornbrot kommt zum Ofen raus. Rausnehmen und auskühlen lassen. Guck dir mal diese Farbe an. Schön knusprig, fest. Jetzt auch noch die Seiten durchgebacken. So muss ein Vollkornbrot aussehen. Schauen wir mal rein. Hör dir mal diese Kruste an. Richtig extrem knusprig. Wunderbar. Schöne Krumenstruktur. Natürlich bei Vollkorn immer kompakter, aber trotzdem schön gelockert. Und dafür, dass wir jetzt die Stückgare eher auch kurz gehalten haben, hat es trotzdem noch schön durchgelockert. Ich mache das gerne, dass ich trotzdem noch einen Ofentrieb habe. Wenn ich jetzt die Stückgare nur eine Stunde mache, dann passiert im Ofen nicht mehr viel. Und hier habe ich doch noch eine schöne Ausprägung, da ist Leben drin. Die Krumenstruktur, mit der kann ich auch super leben. Extrem saftig durch unser Kochstück. Milde Säure duftet jetzt schon raus. Hier das Oberteil extrem knusprig, richtiger Crunch. Innen drin dann das aromatische Innenleben, die Krume schön feucht, aber nicht ballend, leicht elastisch. Zum Schluss noch so ein leicht säuerlicher Abgang. Aroma geht ein bisschen ins Nussige, da macht sicher der Emmer was aus. So muss ein Vollkornbrot schmecken. So würden viel mehr Leute Vollkornbrot essen, wenn alle Brote so wären. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken.
lasst einen Kommentar da, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Rezept auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.